Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du für uns den bitteren Tod am Kreuz gestorben bist. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. In Abständen wird diese Inspektion vorgenommen und dabei sind ja immer auch Fachfrauen aus der Schweiz, die sich mit Textilien und Archäologie auskennen. Der Heilige Rock, weil er ja ein sehr auch zerbrechliches Gewebe ist, jetzt durch die Zeit der Jahrhunderte muss eben unter speziellen Bedingungen aufbewahrt werden, klimatisiert mit der richtigen Temperatur und Luftfeuchte. Und so wird der Zustand der Reliquie in Abständen immer wieder neu untersucht, damit wir ihn auch sachgerecht aufbewahren können. Das ist natürlich ein ganz besonders privilegierter Augenblick, so unmittelbar vor dem Heiligen Rock zu stehen. Und es ist klar, das ist nicht nur technische Begutachtung, sondern das ist auch ein Moment des Glaubens. Denn mir kamen dann schon beim Blick auf den Heiligen Rock all die Menschen in den Sinn, die durch die Jahrhunderte hierher gewallfahrtet sind, auch Segen und Stärkung sich erbeten haben von Jesus Christus. Und natürlich auch die Menschen, die dann im kommenden Jahr wieder hier als Pilgerinnen und Pilger herkommen. Also man fühlt sich doch in diesem Augenblick ganz besonders verbunden, sowohl mit dem Ursprung des Glaubens als auch mit dieser großen Bewegung durch die Jahrhunderte. Der Heilige Rock ist der Heilige Rock. Die Frage der Echtheit wäre ja, in dem Sinne noch einmal zu stellen, ist das die Tunika, die Jesus getragen hat, also sein Gewand, um das die Soldaten gelost haben unter dem Kreuz. Das ist ja die Tradition des Glaubens. Die Fachleute haben ja herausgefunden, dass es älteste Stoffteile gibt, die in die Antike zurückführen. Entscheidend aber für die Verehrung des Heiligen Rockes ist, er ist eine Kostbarkeit des Glaubens über die Jahrhunderte und verweist Menschen auf Jesus Christus und führt natürlich historisch sozusagen sehr nah an Jesus Christus heran. Und damit sind wir verbunden mit dem Ursprung, das ist das Entscheidende. Im Zentrum der Wallfahrt von 2012 wird auch wieder Jesus Christus als Person, als der menschgewordene Gott und mit seiner Botschaft im Mittelpunkt stehen. Und die Reliquie des Heiligen Rockes ist uns sozusagen das Medium, das uns hilft, noch einmal neu auf die Botschaft Jesu zu schauen, wieder neu auf ihn zu hören und mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen in Tuchfühlung zu kommen, um auch im Glauben gestärkt zu werden. Das ist der Sinn auch wieder der Wallfahrt in 2012. Musik.